Wenn auf einmal aus ganz lieben Fischen ja fast Piranhas werden, die einen beißen, Gott sei Dank, ohne Zähne oder so kleine, die nicht wehtun, dann ist etwas im Aquarium passiert. Das erzähle ich euch heute. Ja, wenn auf einmal aus euren Lieblingen aggressive Fische geworden sind, gestern war die noch nett, heute nicht mehr. Bei denen ist das schon ein paar Tage, dass die nicht mehr so nett ist. Heißt eigentlich nicht so nett unnett? Tja, es blutet man nicht. Ja, ihr wartet immer darauf, dass es blutet. Nee, es blutet also wirklich nicht. Aber ganz schön gezwackt hat er mich schon. Aber der verteidigt hier seine Jungen. Wir machen heute ein Video, damit ihr die Jungen seht. Wir haben gerade in 3 verschiedenen Aquarien 8 Binden Buntbarschjunge. Und die verteidigen natürlich alle. Sobald man da dran geht, gehen die ran. Also eigentlich ein ganz friedlicher Buntbarsch. Und man sieht, der möchte sich sofort hier verteidigen. Der möchte nicht, dass wir in der Nähe seiner Jungen sind. Jetzt ist das Aquarium sein. Der eigentlich ganz friedliche Buntbarsch für seine Größe. Das ist natürlich nichts für ein Neon oder ein kleines Salmer-Aquarium, sondern das ist also schon ein Fisch für die robustere Gesellschaft. Aber robust heißt ja nicht aggressiv und bissig. Ja, man kann die sogar gut mit anderen Fischen zusammen im Aquarium halten. Aber die sollten alle schon mal ein bisschen kräftiger sein, dass die auch mal so einen Knuff vertragen können. Wobei, wenn keine Jungen da sind, dann sind die also wirklich friedlich und fressen mit vielen anderen Arten, die im Aquarium sind, zusammen. Ich würde da natürlich so eine Gesellschaft machen, die alle aus einer Gegend sind. Also hier der 8-Bunden Buntbarsch oder Zichlide, der kommt also so aus Mittelamerika bis Südamerika, also so von Mexiko ungefähr bis Honduras und ist in der Aquaristik schon so ein ganz alter Geselle. Also ich hatte die schon in meiner Aquarium, aber ich habe euch ja immer erzählt, was ich schon alle hatte. Da sagen die alle, so viele Fische kann man gar nicht gehabt haben. Hatte ich. Ich hatte also in meiner Jugend, hatte ich ungefähr 70 Aquarien schon, als ich 14 Jahre alt war. Der ganze Keller voll, die waren da alle so übereinander gestapelt und wir hatten da vor einer Zeit so ein Video gemacht bei Uwe Werner im Keller. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, die Aquarien waren alle so übereinander gestapelt, keine Regale, habe ich euch extra gesagt, bitte nicht nachmachen. Nur wenn man so im Laufe des Lebens so gesammelte Werke hat, dann guckt man, ach, das kann da drauf und das Aquarium ist stabil und auf der Ecke geht noch. Und so habe ich in einen Kellerraum 70 Aquarien reingekriegt. Und da waren natürlich auch Paare hier von dem 8-Binden drin, die in so einem Gemeinschaftsaquarium waren mit, ich sag mal, mit Mekis, mit Maronis, mit roten Zichliden. Allerdings, sobald man gemerkt hat, da ist ein Paar, das will jetzt Eier legen, fängt an, eine Ecke sauber zu machen, macht ein Revier. Also im Allgemeinen wird so ein Aquarium dann geteilt. Ich sag mal, 30 Fische im Aquarium. Wenn an einem Tag 2 Fischen das halbe Aquarium gehört, und die anderen 28 die andere Hälfte, dann weiß man, jetzt ist es wieder soweit. Also wenn so ein Pärchen an das halbe, ja, der möchte mich hier immer noch killen, der will das ganze Aquarium haben, ich sehe das. Ach, das Weibchen kommt jetzt auch. Können wir jetzt schön sehen, Männchen schön groß, bunt, kräftig, Weibchen ein bisschen unscheinbarer. Aber wenn wir uns das so angucken, ähnlich aggressiv, jetzt werden sie wieder frecher, als wir gerade kamen. Ja, und die haben die Kamera gesehen, da sind sie erstmal in Hab-8-Deckung gegangen. Und haben gedacht, sei mal vorsichtig, jetzt fühlen sie sich ja wieder zu Hause. Und die wollten nicht das halbe Aquarium, die wollten das ganze Aquarium. Haben ja auch eine Menge Jungbrut hier großgezogen, sind bestimmt so 150, 200 Stück, würde ich mal einfach so schätzen. Und die haben mitten hier im Aquarium ihre Eier gelegt, haben sie, als sie die Eier gelegt haben, so eine Stelle am Boden freigeputzt. Auf die blanke Glasscheibe so ein Gelege, ich schätze mal, das waren 400-500 Stück. Aber natürlich hier bei dem Trubel, das ist ja der Hauptgeschäftsgang. Hier laufen alle, die hier an Aquaristik durchlaufen, die laufen hier vorbei. Das hat die gar nicht gekratzt. Die haben gesagt, wir sind jetzt hier alleine, wir sind hier die Kings in dem Aquarium. Und wir ziehen jetzt hier Junge groß, das ist soweit. Und wie man sieht, die meisten sind auch schon soweit. Die sind jetzt in dieser Größe, die Kleinen, ungefähr einen Monat alt. Als Züchter im separaten Aquarium kann man die natürlich schneller großziehen. Aber hier natürlich im Aquarium in vorderster Front, wo ja wirklich kein Tag unter 1000 Menschen vorbeilaufen, überhaupt so viele großzuziehen, halte ich schon für eine stolze Leistung. Das zeigt aber einfach, das ist ein stabiles Paar. Die wissen, die sind hier die Chefs im Ring. Das ist denn ziemlich egal, wer hier vorbeigeht. Die kriegen jetzt hier Junge. Und in den Seitengang
Wie gesagt, da haben wir ja noch zwei Paare mit Jungen. Im Augenblick ist wo genau die richtige Jahreszeit, die richtige Temperatur, das richtige Wasser. Da spielt immer alles so eine Rolle. Das ist nicht immer nur ein Pärchen haben, zusammenstecken, ja, und dann werden die schon Junge kriegen. Nee, das muss harmonisch sein. Also normal ist das also viel schöner. Man hat so eine Gruppe Jungtiere, die man großzieht. Ja, und wenn die so, ich sag mal so mit 6 Monaten geht das los, dann fangen wirklich schon die Männchen so ein bisschen an zu balzen. 8, 9 Monate kann das sein, dass die ersten Männchen schon die Kollegen alle wegtreiben und dann ein Nest bauen. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass man die sieht und sortiert die weg. Ob man die schon mit 8, 9 Monaten züchten will, da können wir uns jetzt drüber streiten. Dann ist das Paar ja noch sehr klein. Da kommt dann nicht viel an Jungen bei rum. Oder man lässt die sich einfach noch ein bisschen stabilisieren, das Paar zusammenwachsen. Also ich würde so sagen, nicht unterm Jahr, besser 1,5. Aber man sollte schon mit Jungtieren anfangen zu züchten. Da hat also auch die Erfahrung einfach gezeigt, wenn man so 3-, 4-, 5-Jährige kriegt und hat dann endlich zu seinem Bockenweibchen, die kämpfen ja immer noch ganz schön, ja, du willst auch, dann sind die nicht mehr so harmonisch. Wie heißt das alte Sprichwort? Ja, ihr Kids, ihr werdet das alle nicht kennen. Aber früher hieß das so, jung gefreit hat nie gereut. Das heißt also, wenn man Paare jung zusammenstellt, auch bei Menschen soll das so sein. Bei mir war das erfolgreich, aber natürlich nicht bei jedem. Ich habe also meine Frau Jutta, kennt ihr ja schon aus ein paar Filmen, mit 15. Sie war 15, ich war 16, da haben wir uns kennengelernt. Und wir hatten vor kurzem 45-jähriges Hochzeitsjubiläum. Also wir sind erst mal 5 Jahre miteinander gegangen, bis wir geheiratet haben. Drum prüfet, was sich ewig bindet. Auch diese Prüfung sollte man sehen. Deshalb so ein Paar aus der Gruppe rausfinden, wo ich jetzt, sag ich mal, 10 Tiere habe und da bildet sich ein Paar. Und nicht sagen, oh, jetzt habe ich gesehen, da ist ein Paar und dieses Paar nehme ich sofort raus. Nee, die sollen ruhig mal in der Gruppe Eier legen, die sollen da ruhig mal die Eier verteidigen. Ja, die Jungen werden da fast alle gefressen, aber das ist dann Natur. Das sind auch bei den ersten Bruten nur ein ganz Paar. Aber wenn man sieht, die stehen zusammen, die kämpfen nebeneinander, die verteidigen zusammen ihr Aquarium bzw. ihr Gelege. Hier beide achten drauf, beide sind harmonisch zusammen. Die beiden prügeln sich gar nicht. Das sind so Faktoren. Es gibt auch oft bei einigen Zichliden das Problem, dass sich das Paar ewig untereinander prügelt. Das ist dann nicht gut. Wenn so ein Paar da ist und die prügeln sich ewig, dann vergessen die ihre Jungfische und fressen die auf oder achten da nicht drauf. In der Natur werden die dann natürlich von anderen, von Fressfeinden werden die Jungen alle aufgefressen. Oder die fressen die eben alleine, das ist auch in der Natur so. Wenn die Fische sich nicht wohlfühlen und die haben Gelege und da ist ein Störer, den die vorher nicht kannten. Wir haben also hier extra gewartet, bis die Jungen ein bisschen größer sind, bis die Brut stabil ist. Wenn die so gerade aufgeschwommen sind, also aus den Eiern geschlüpft, schlüpfen ist so nach 2 Tagen, nach weiteren 5 Tagen fangen die an zu schwimmen. Der Unterschied von geschlüpft und schwimmen, ja klar, die einen schwimmen und die anderen sind geschlüpft. Man sieht die ersten 2 Tage nur die Eier da liegen. Und am 3. Tag, wenn man dann guckt, wackeln die Eier. Und wenn man genau hinguckt, ist das kleine Fischschwänzchen schon da, der aber noch nicht die Energie hat zum Hochschwimmen, weil der Dottersack so groß ist, das bisschen Schwänzchen schafft das nicht, den ganzen Fischkörper durchs Aquarium zu bewegen. Dieser Dottersack wird immer kleiner, der Fisch kriegt eine längliche, eine Fischform. Also so ungefähr 1 Woche nach dem Eierlegen fangen die dann an zu schwimmen. Und das ist dann natürlich so eine ganz sensible Zeit. Die Elterntiere sind dann aufgeregt, was passiert, sehen jetzt auf einmal Feinde. Man sollte also alle Reinigungsarbeiten am Aquarium sollte man natürlich fertig machen, bevor die ihr Gelege haben. Und wenn jetzt wirklich ein Gelege da ist und wir haben dann nicht gesehen, dass das Weibchen schön voll ist und Eier legt, dann machen wir nichts mehr am Aquarium. Es wird ganz normal gefüttert. Und ich, oh, die kriegen jetzt Babys, die haben Eier gelegt, Scheiben putzen, dann können wir richtig gut gucken. Nee, dann habt ihr Pech gehabt. Dann wird gar nichts gemacht. Die ziehen in Ruhe ihre Brut groß. Und beim nächsten Mal, denkt ihr ein bisschen früher dran, Scheiben putzen, dass ihr das seht. Filter sauber machen, Wasserwechsel, das gehört sowieso immer dazu. Gerade bei so Großzichliden, denn das ist ja schon ein ziemlich großes Fischvolumen. Der wiegt ja schon was, wenn wir an unsere kleinen Salmer denken. Und einer, der so viel wiegt, der braucht natürlich auch so viel zu fressen. Und überall, wo ich oben was reinstecke oder beim Fisch vorne, da kommt natürlich hinten was raus. Und dann muss gefiltert werden. Und wenn das Wasser schlecht wird,
ja, dann haben wir vielleicht Fischeier da liegen. Aber am nächsten, übernächsten Tag sind dann nicht junge, sondern da liegen dann nur noch so kleine weiße Knubbel, die dann langsam kleine Pilzschichten kriegen und zuwachsen. Kann man vielleicht mit so einem langen Rohr einige absaugen, wenn so nur wenige Eier verpilzen. Aber oft ist das dann, bis man richtig gesehen hat, ist das ganze Gelege verpilzt. Dann war das nichts, dann muss man da einfach durch. Bessere Hygiene im Aquarium halten, öfter sauber machen, gleichmäßiger füttern, nicht zu viel füttern. Bitte nicht füttern, dass da noch eine Schicht auf. Du wolltest mich aber hier immer angreifen, ne? Ja, wir drehen hier ein Video über dich und du machst hier Randale. Das ist Privatsphäre. Gut, dass wir so weit noch nicht ist, denn dass also die Fische auch ihre eigene Privatsphäre haben. Denn dann dürften wir also jetzt gar nicht über den Video drehen, aber die wissen das noch nicht. Wir machen das mal einfach weiter. Das heißt also, dann kann ich sie großziehen, wenn die Wasserverhältnisse prima sind und dann gelingt mir das. Nur bitte vorher überlegen. Fragt euren Fachhändler, euren Großhändler, den ihr kennt, ob der Jungfische davon braucht. So, das Schlimmste, was wir so erleben, ist also dann immer, kommen also Kunden, die haben 2, 3, 4 Zentimeter große Jungtiere, 100, 200 im Eimer und sagen, hier, ich wollte die euch verkaufen. Ja, wenn ich welche habe, dann brauchen wir nicht. Und auch wenn wir das größte Zuchtfachgeschäft der Welt sind, brauchen wir die dann immer noch nicht. Und die loszuwerden ist dann eventuell ganz schlecht. Und dann möchte ich nicht wissen, welchen irdischen Weg womöglich einige gehen. Also bevor ich züchte, erst mal nachdenken, wo kann ich die abgeben, wer nimmt die. Und fangt jetzt nicht alle an, den 8-Binden-Buntbarsch zu züchten. Da gibt es ganz viele andere Buntbarscharten. Ich kann euch die gerne vorstellen. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt da einfach in die Kommentare rein. Und züchtet die anderen, dass jeder mal welche züchtet. Wir kaufen also gerne von privaten Züchtern Jungtiere ein, gar keine Frage. Ich hoffe aber, dass Kollegen das auch machen. Fragt einfach mal in dem Fachgeschäft, wo ihr auch hingeht, ob die die nehmen. Ich persönlich finde das toll. Ach so, Ernährung, ganz klar, die Jungfische brauchen frische Salinkrebse. Ich habe hier mal ein paar. Wir können die mal da reintun, aber ob die da jetzt so dran gehen? Diese kleinen Salinkrebse, die sind ja wirklich sehr, sehr winzig und mit bloßem Augen für Leute im Allgemeinen nur unter 45 Jahre erkennbar, sonst Brille, sonst Lupe. Ich brauche, glaube ich, dann beides, um die wirklich noch schwimmen zu... Nee, ich sehe sogar einen da schwimmen. Und die fressen dann die Jungfische. Die Eltern gehen da auch dran, aber die Eltern fressen in der Phase, wo die Jungfische groß sind, ganz, ganz wenig, wenn nicht sogar gar nichts, weil sie Angst haben, dass sie versehentlich auf einmal ihre Jungen auffressen. Aber bei den Kleinen, da können wir sehen, die gehen da hin und die schnappen da. Und natürlich Lebendfutter ist immer eine ideale Ernährung für Jungfische, weil durch diesen Bewegungsreiz, dass also die Salinkrebschen so zucken, das ist ja einfach ein Zichlider. Und so ein Barsch ist so ein kleiner Räuber und alles, was zappelt, das frisst er gerne. Und selbst diesen angeborenen Instinkt haben die, sobald das zappelt, beißen die da rein und die fressen dann bei Lebendfutter das Doppelte, Dreifache bis Zehnfache, als wenn sie denen nur Trockenfutter geben. Und dann wachsen die Jungtiere natürlich ganz, ganz anders. Haltungscheck. Ja, ihr wolltet den, dann kriegt ihr den natürlich auch. Also wir sprechen heute über den 8-Binden-Buntbarsch. Der wird groß, wie wir sehen. 15, ja, bis sogar 20 Zentimeter groß. Ja, ihr den großen würde ich so auf 17, 18 Zentimeter stecken. Das heißt Aquariumgröße ab 300 Liter. So ein großes Bar gerne auch mehr. Wir haben hier ein 300-Liter-Aquarium, die kriegen sogar Junge da drin. Wenn ihr die aber im Gemeinschaftsaquarium pflegt, dann soll das auch 600, 700, 800 Liter das Aquarium sein. Die Fische werden auch alt. Das sind also nicht so Hopp- und Wegfische, sondern 10 Jahre, 12 Jahre. Da werdet ihr auch Erfahrung haben. Da gibt es ein paar super Oldtimer. Ich habe so von 20-jährigen 8-Binden-Buntbarschen gehört. Vielleicht könnt ihr das meine Kommentare bestätigen. Laichreif werden die circa nach einem Jahr. Sind Substratlaicher, das heißt auf einen Stein, auf eine Wurzel oder wie hier auf eine Glasscheibe am Boden. Die Glasscheibe ist nicht ganz natürlich, funktioniert allerdings mit am besten. Brutpflege machen die sehr stark. Ihr habt ja gesehen, die möchten mich jetzt, obwohl die Jungen schon einen Monat alt sind, möchten die mich immer noch verhauen. Aber jetzt ist so die Phase, ich denke mal noch eine Woche, 10 Tage, dann interessieren sie sich nicht mehr für die Jungen. Dann ist die Zeit einfach um. Futter ist ein Allesfresser. Das heißt also auch, man kann die viel mit Grünkost dabei füttern. Man kann auch richtig Gemüse da rein tun. Lebendfutter, klar, das will jeder haben. Fleischfresser, kleine Fischstücke oder so,
auch sehr gerne. Wenn ihr die wirklich im Gemeinschaftsaquarium habt und habt da ein paar ganz robuste Pflanzen drin, dann muss ganz viel Grün gefüttert werden. Sonst meinen die, dass die Pflanzen das Futter sind und dann fressen die auch auf. Aber die Pflanzen müssten irgendwo fest montiert sein, denn wenn die anfangen zu bahnen, ableichen wollen und die fangen an zu wühlen, graben die alles aus und da bleibt kein Blatt mehr unten. Herkunft Zentralamerika, das heißt so von Mexiko bis Honduras. Temperatur haben die eine ganz breite Spanne von 20 bis 30 Grad. pH-Wert 6,5 bis 8 ist also auch eine super Spanne, passt quasi in jedes Aquarium rein. Und selbst die Härte mit 5 bis 20, also ich würde mal sagen, der Fisch, ein Universalfisch, vielleicht hatte ich den deshalb schon als Jugendlicher, die waren damals hart im Nehmen. Aquarium dekorieren wie hier, ein paar Baumwurzeln rein, ein paar Steine rein, schön dekorieren, achtet drauf, die Würmer. Also ich fand das immer spannend, ich habe also wirklich mit 14, 15 Jahren ganz viele Zichliden gezüchtet und das hat immer Spaß gemacht, weil man sieht da richtig ein Paar, eine Familie, die auf ihre Familie achtet und nicht so was ganz was Kleines, was natürlich auch spannend ist, das habe ich euch auch schon oft erzählt, aber hier sieht man richtig was. Und das ist so ein Beispiel, wenn man mal so bekannt hat, die sagen, oh, du mit deinem Aquarium und nur Fische und das ist so langweilig. Ja, wenn ihr das so jung habt, dann ladet da die Freunde mal ein und dann sollen die mal gucken. Und dann seht ihr auf einmal, die sitzen da eine Stunde vor und sind ganz fasziniert, was die Natur so bietet. Ich habe euch heute das Video geboten. Ich denke, das war mal wieder spannend wie immer. Und ich mache mir mal einen Kopf darüber, was ich euch als nächstes zeige. Wir sehen uns. Tschüss.